Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Tisch bei mir. Heute gibt es einen super leckeren Zitronenkastenkuchen und wenn ihr sehen wollt, wie ich den mache, dann bleibt dran. Für den Zitronenkuchen verwende ich 250 Gramm Margarine, 300 Gramm Mehl, 200 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillezucker, 4 Eier, Abrieb einer Zitrone, wenn ihr habt. Ich habe leider keinen, deswegen benutze ich nur den Saft einer halben Zitrone. Ein Päckchen Backpulver, eine Prise Salz und 70 Milliliter Milch. Und jetzt können wir auch schon los. Als erstes schlage ich den Zucker und die Margarine schaumig. Der Vanillezucker kommt noch dazu. Die Margarine und den Zucker habe ich jetzt gut verrührt. Es ist schön cremig geworden. Jetzt werde ich die Eier dazufügen. Allerdings jedes Ei einzeln und mindestens 30-40 Sekunden einrühren. Die Eier gut verbunden. Jetzt kommt die Milch dazu und der Zitronensaft. Das rühre ich jetzt alles noch mal kurz. Ich habe hier das Backpulver und das Salz schon mit reingetan. Das wird jetzt hier reingesiebt. Noch mal gut durchgerührt. So, und fertig ist der Kuchenteig. Das hat wirklich vielleicht nur sechs Minuten oder so gedauert. Wirklich nicht lange. Und man braucht auch wirklich keine Backmischung. Man kann es durchaus wunderbar selber machen. So, der Teig ist fertig. Ich tue das jetzt in eine Kastenform, eine ganz normale Kastenform. Hier sieht man es, ja. Ich habe die eingefettet und da kommt jetzt der Kuchenteig rein. Den Backofen hatte ich schon vorgeheizt auf 160 Grad mit Umluft. Der ist schon warm geworden und jetzt kann der Kuchen auch gleich in den Backofen. Der Zitronenkastenkuchen ist super lecker und saftig geworden. Probiert ihn unbedingt mal aus. Wenn euch mein Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und das kleine Glöckchen zu aktivieren, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut! Und vergesst nicht, hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren.